Hallo und herzlich willkommen bei eTech mit Jan Jello. In diesem Video geht es um Wechselstrom, genauer um die Phasenverschiebung und das am Beispiel einer Reihenschaltung. Im letzten Video habe ich die Grundlagen erläutert. Da ging es um Sinuskurve und Kreisdiagramm, Normal- und Exponentialformen, Phasenverschiebung an den Blindwiderständen. Das sind wichtige Grundlagen für dieses Video. Solltest du da noch nicht fit sein, wäre es besser, du schaust dir diese Videos vor diesem hier an. Sehen wir uns zunächst die beiden Blindwiderstände an, Kondensator und Spule. Hier sind ihre Schaltzeichen zu sehen und hier die Strom- und Spannungsvektoren mit der jeweiligen Phasenverschiebung von minus bzw. plus 90 Grad. Wenn ein Blindwiderstand die Sinuskurven von Strom und Spannung gegeneinander verschiebt und ein Wirkwiderstand R das nicht tut, ja, was passiert dann eigentlich, wenn man verschiedene Widerstände miteinander kombiniert? Wie kann man diese Mischverschiebung berechnen? Wie kann man sie zeichnerisch darstellen? Wir werden diese Fragen am Beispiel dieser Reihenschaltung beantworten, die wir noch mit einer Spannungsquelle verbinden. Die Spannungsquelle erzeugt Wechselspannung. Die Wechselspannung erzeugt einen Wechselstrom. Weil der Strom bei allen Widerständen gleich ist, legt man den Stromvektor bei allen Zeigerdiagrammen auf die reelle Achse, sozusagen als Orientierung. An den drei Widerständen fallen drei verschiedene Teilspannungen ab. Wir haben also nur einen Strom, aber mehrere Teilspannungen. Jede Teilspannung hat in Bezug auf den gemeinsamen Strom eine eigene Phasenverschiebung. Na gut, die Teilspannung UR am Wirkwiderstand hat die Phasenverschiebung 0, denn an R steigt und fällt die Spannung synchron mit dem Strom. Aber an der Spule ist die Spannung gegenüber dem Strom um plus 90 Grad verschoben, am Kondensator um minus 90 Grad. Die Phasenverschiebungen an den Blindwiderständen wirken sich beim Einschalten sofort auf die Gesamtspannung aus. Die Gesamtspannung wird durch die Blindwiderstände gegenüber dem Gesamtstrom ebenfalls phasenverschoben. Gesamtspannung und Phasenverschiebung lassen sich grafisch ermitteln, wenn man die Teilspannungen vektoriell addiert, also alle drei blauen Spannungsvektoren aneinander hängt. Zuerst die Wirkspannung, denn die kommt immer, wirklich immer, auf die reelle Achse. Anschließend hängt man die beiden Vektoren der Blindspannung an die Spitze von UR und erhält eine Vektorenkette in der XY-Ebene. Naja, korrekt ausgedrückt in der komplexen Zahlenebene. Für die grafische Lösung fehlt noch die Gesamtspannung U-Gesamt. Dazu verbindet man den Anfangspunkt der Vektorenkette mit dem Endpunkt und voilà, das ist der Vektor der Gesamtspannung, inklusive der Phasenverschiebung gegenüber dem Strom. Hier nochmal das Rezept zum Nachzeichnen. Handelt es sich um eine Reihenschaltung? Wenn ja, dann den Stromvektor auf die reelle Achse legen. Zweitens den Vektor UR der Wirkspannung auf den Stromvektor legen, denn beide sind immer synchron. Drittens den Vektor UL der Blindspannung an die Spitze von UR nach oben legen, also plus 90 Grad gegenüber dem Stromvektor. Denn bei einer Induktivität ist der Strom zu spät, das heißt die Spannung läuft also vor. Viertens, den Blindspannungsvektor UC an die Spitze von UL nach unten legen. Er muss um 90 Grad gegenüber dem Stromvektor hinterherlaufen, denn Kondensator Strom geht vor. Fünftens, die resultierende zeichnen, also den Anfangs mit dem Endpunkt der Vektorkette verbinden. Das ist die Gesamtspannung. Sechstens, den Phasenwinkel Phi zwischen den Vektoren von Strom und Gesamtspannung zeichnen. Das ist die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, die sich bei dieser Konstellation von Widerständen ergibt. So, das war die grafische Lösung. Jetzt zu der analytischen, also rechnerischen Lösung. Sie beruht auf der grafischen Lösung und ist schnell erledigt, wenn man sich mit Pythagoras und dem Arcus Tangens auskennt. Sie ist aber noch schneller erledigt, wenn man mit den Tricks des Taschenrechners arbeitet. Der hat nämlich eine Polfunktion, die gleich beide Werte auf einmal liefert, also Betrag und Phasenwinkel gleichzeitig. Angenommen, wir hätten die Teilspannungen UR gleich 1 Volt, UL gleich 1 Volt und UC gleich minus 2 Volt zu addieren. Wir wollen wissen, welchen Betrag und welchen Winkel der Vektor der Gesamtspannung hat.
Vereinfacht gesagt, wir suchen die Exponentialform der Gesamtspannung. Dazu brauchen wir aber nicht in den komplexen Modus zu gehen, denn wir haben es hier nur mit rechtwinkligen Vektoren zu tun. Der Taschenrechner addiert rechtwinklige Vektoren mit der Polfunktion und liefert daraus die Exponentialform. Pol steht nämlich für Polarform, was dasselbe ist wie Exponentialform für rechtwinklige Vektoren. Diese rechtwinkligen Vektoren muss man ihm dabei in der Reihenfolge erst x, dann y eingeben. In x-Richtung liegt ur, in y-Richtung die Differenz aus ul und uc. Eingetippt wird daher Pol von 1, Semikolon, minus 1, Klammer zu. Dieser Komfort wird sogar gesteigert. Man braucht die x- und y-Werte nicht vorher auszurechnen, sondern kann die Addition hineinschreiben in die Klammer. Das spart bei der Klausur wieder ein wenig mehr Zeit. Also Pol von 1, Semikolon, 1 minus 2, Klammer zu. Die Polfunktion erreicht man über diese Shift-Taste und über das Pluszeichen. Da steht das kleine Wort Pol. Im Display tritt jetzt auf Pol, Klammer auf. Der Taschenrechner erwartet jetzt einen x-Wert. Wir haben gesagt, die Spannung in x-Richtung ist 1 Volt, also 1. Jetzt bitte kein normales Komma reinsetzen, sondern das Semikolon. Und das finden wir hier über der Klammer zu. Auch wieder mit der Shift-Taste, also Semikolon. Und dann können wir zum Beispiel eingeben 1 minus 2, Klammer zu. Dieses 1 minus 2 wird also gleich mit ausgerechnet. Gleichheitszeichen. Hier haben wir also schon mal den Radius in Anführungsstrichen, das ist also die Länge des Vektors im Kreisdiagramm von 1,41 Volt. Und jetzt muss ich ein bisschen weiter scrollen. Da sehen wir das Theta. Das Theta beträgt minus 45 Grad. Das heißt also, das ist die Richtung von der Gesamtspannung im Vergleich zur Stromrichtung, denn die Stromrichtung haben wir ja in x-Richtung gelegt, gleich ganz am Anfang. Also läuft die Gesamtspannung dem Strom um 45 Grad nach, wenn man einen Kondensator und eine Spule und einen ohmschen Widerstand mit den gegebenen Spannungswerten in Reihe schaltet. So, ich hoffe, ich konnte erläutern, wie man mit den Spannungswerten einer Reihenschaltung umgeht und wie man die Gesamtspannung und ihre Phasenverschiebung gegenüber dem Strom ermittelt, sowohl grafisch als auch analytisch. So, das war jetzt sehr viel Theorie, aber im nächsten Video werde ich dir zeigen, wie man die Widerstände einer solchen Reihenschaltung berechnet. Wie immer, falls euch dieses Video überhaupt nicht gefallen haben sollte, sagt mir bitte Bescheid. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Vielen Dank.